Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank, Herr Oettinger. Der wird uns gleich hier auf der Bühne wieder mit in dieser Runde begleiten, wird jetzt noch schnell verkabelt. Ich darf die anderen Teilnehmer unserer Podiumsdiskussion hier auf die Bühne bitten. Holger Stelzner, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Herzlich willkommen. Nicolas Meyer-Landrut, deutscher Botschafter in Paris, in Frankreich. Auch Ihnen herzlich willkommen. Professor Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Meine Herren, Sie nehmen sich schon mal Platz. Herr Oettinger wird gleich zu uns stoßen, nehme ich an. Wir harren noch einen kleinen Moment der Verkabelung. Jetzt haben wir ja gerade ein Plädoyer für die Wertegemeinschaft Europas gehört, das es in sich hatte. Ich glaube aber, wir können diesen Abend und diese Podiumsdiskussion hier nicht beginnen, ohne mal auf die Realitäten der gestrigen Nacht und der gestrigen vier Wochen in Deutschland geschaut zu haben. Parlamentarische Demokratie ist ja auch so ein Stück von dieser Werteordnung, die uns gerade beschworen worden ist und so richtig zum Spielen gebracht haben unsere neuen Bundestagsparteien, die gestern ja nicht und in den letzten vier Wochen. Herr Oettinger, bitte kommen Sie zu uns hier. Ich versuche gerade nochmal Ihre Worte von eben Revue passieren zu lassen. Sie haben ja eine Tour d'horizon gemacht durch die europäische und deutsche Wertegeschichte von 1848 bis zu Berlin gestern Nacht. Ein Teil dessen, was wir da in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten in diesem Land, auf diesem Kontinent erstritten haben, ist ja auch funktionierende parlamentarische Demokratie. Genau die haben wir ja nun nicht erlebt in den letzten vier Wochen und vor allem gestern Nacht nicht. Sie haben eben sehr deutlich gesagt, wen Sie da als Schuldigen sehen. Ich habe in der Vorbereitung ein Zitat von Ihnen gefunden, das haben Sie einem Bundeskanzler im Jahre 1988, ein Jahr vor der Wiedervereinigung, entgegengehalten. Da haben Sie gesagt, führungsschwach und konzeptlos sei der Helmut Kohl gewesen. Es gibt Beobachter, die das jetzt über Angela Merkel sagen. Würden Sie das teilen wollen? War das eine Vorgabe für eine neue Koalition, für eine neue Richtung in diesem Land, die da in den letzten vier Wochen von dieser Bundeskanzlerin zu beobachten war? Ist sie mit beteiligt an diesem Desaster oder sind es nur, um Sie zu zitieren, die Spieler von der FDP, die schuld sind? Sie haben ja gestern Abend gemerkt, wie zwei Seiten, die der Kanzlerin nicht unbedingt immer voll gewogen gewesen waren, die CSU mit Seehofer und Özdemir für die Grünen, ihr ausdrücklich dankten für eine umfassende Moderation. Was mich gestört hat, waren die Donald-Tweets und die Balkonrunden. Und dass aus der zweiten Reihe in der Late-Night-Show und früh morgens immer Verhandler dabei gewesen waren. Die Kanzlerin war nicht hörbar, aber sie hat die Verhandlungen beherrscht, die Themen drauf gehabt, war bestens vorbereitet und hat Vertrauen sich bei Özdemir, bei Hofreiter, sogar bei Trittin, bei Frau Göring-Eckardt erarbeitet. Das heißt, ich glaube, man sollte die letzten zwei Wochen in der Frage führungsstark nicht an den Verlautbarungen messen, sondern dort, wo eigentlich Gegner ihr Dank gesagt haben, daran festmachen, dass sie alles getan hat, um eine denkbar schwierige Koalition hinzubekommen. Ich glaube, an ihr lag es wirklich nicht. Herr Stelzner, die FDP, die Spieler von gestern Nacht, sind die schuld? Werden die jetzt zu Recht gebasht? Oder haben die Grund gehabt zu sagen, na, also das machen wir jetzt nicht, das mit dem Soli ist nicht klar, ein paar andere Sachen sind auch nicht klar, das lassen wir jetzt. Unsere Wähler haben uns dafür nicht beauftragt. Ja, also für Schwarz-Grün liegt die Sache auf der Hand. Schuld sind nur die Liberalen. Für den größten Teil der Medien, den allergrößten Teil der Medien natürlich auch. Ich persönlich sehe das etwas differenzierter. Auch glaube ich nicht, dass die Grünen am Verhandlungstisch zuvor besonders erfolglos waren, sondern ganz im Gegenteil. Die Grünen haben eigentlich besonders viele Positionen durchzusetzen vermocht. Und das ist am Ende nur um diesen kleinen Teil, Personenkreis
über dessen Zahl man sich noch nicht mal einigen konnte, ging, wer also diesen subsidiären Schutz und dann Familiennachzug oder nicht bekommen soll, spricht Bände dafür, wie erfolgreich eigentlich die Grünen waren. Nach unseren Informationen gab es für die FDP harte Gründe für das Scheitern. Das ist einmal, dass von der Soli-Abschaffung, die ja schon weitestgehend verhandelt war, am Ende dieser Nacht nur die Hälfte übrig bleiben sollte, also nur der halbe Soli sollte abgeschafft werden. Zweitens gab es überhaupt keine Haltelinien für die Europapolitik und die Euro-Rettungspolitik. Und drittens, das dürfte hier in diesem Kreis bestimmt viel interessieren, gab es 0,0 Bereitschaft zu mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt. Ich finde, das sind gewichtige Gründe jenseits der Diskussion über die Flüchtlingspolitik. Also ist das Institut der deutschen Wirtschaft und die deutsche Wirtschaft generell froh, dass uns Jamaika erspart bleibt, wenn wir das hören? Naja, es ist ja nicht die Frage, was uns froh macht, sondern wir müssen mit der Realität umgehen. Und ich meine, man muss ja einen Schritt nochmal zurückgehen. Die Schwierigkeit dieser Koalitionsverhandlungen bringt ja zum Ausdruck, dass sich in der Gesellschaft etwas verändert hat, denn das Wahlergebnis war ja nun mal so, wie es war. Und wenn eine Partei wie die SPD sich aus der Regierungsbildung ausschließt, bleibt nicht mehr allzu viel übrig. Und insofern muss man dann verstehen, dass sich Parteien, die sich da zusammenfinden, die kulturell wenig Gemeinsamkeiten haben, in einem Selbstfindungsprozess im Stuhlkreis, sage ich mal, zueinander finden müssen, das am Ende doch nicht geschafft haben, ist schon auch ein bisschen betrüblich, weil man eigentlich unter Menschen guten Willens müsste erwarten können, dass man bei solch einer Situation den Weg nach vorne findet. Und auch den Reiz einer solchen Veranstaltung mal spielt. Also das ist jetzt mal von der demokratiepraktischen Seite her verstanden, finde ich schon relativ betrüblich. Ich glaube auch, dass vom Anfang an die Verhandlungen wirklich in meinem Sinn falsch eingestellt waren. Sie können da nicht 62 Seiten vollschreiben. Jede Seite sind die Hälfte in Klammern, anstatt erstmal zu fragen, worum geht es eigentlich? Also geht es hier um die Frage des Familiennachzugs der subsidiär Geduldeten oder geht es um die Fragen, die Herr Oettinger beschrieben hat, um die Fragen, die relevant sind? Wie kriegen wir nun wirklich mal die digitale Infrastruktur, die dieses Land verdient? Wie gehen wir mit dem demografischen Wandel um? Wie Lambrusch hat es angesprochen, wie gehen wir mit dem Klimawandel um das in einer Form des Strukturwandels zu machen, der hier gestaltbar ist und verantwortlich trägt. Sie können 5 Themen aufschreiben, die eine Idee der Modernisierung liefern, zu jedem die Punkte drunter. Ich glaube, hier ist in der Tat Führung verlangt. Und Sie können in einer Situation, wo es eine kommunikative Struktur nicht gibt und eine Erfahrung des Gemeinsamen auch fehlt, nicht so nach dem Motto, ich moderiere das mal nur. Die Moderationsleistung ist in gegebenen Strukturen das Entscheidende, aber nicht dann, wenn sozusagen nicht klar ist, wo die Reise hingeht. Dann müssen Sie sozusagen auch führend, inhaltlich auf höheres Risiko reingehen. Und insofern ist es nach meinem Dafürhalten auch ein Scheitern der Kanzlerin, auch der Union, die man sich ja mal fragen muss, wo die Union denn ihre marktwirtschaftlichen Perspektiven hinterlassen hat bisher. Also, oder ist sie sozusagen selbst so geprägt von den letzten 4 Jahren, dass das Thema nicht mehr für wichtig erachtet? Also wir haben Koalitionsverhandlungen erlebt unter den besten finanzpolitischen, ökonomischen Bedingungen, die man sich eigentlich vorstellen kann. Und dann erlebt man dieses, wo man denkt, das hätte eigentlich, also unter vernünftigen Rahmenbedingungen, das betrifft alle Parteien, wir sind gar kein Einzelnen, aber am Ende mit gutem Willen schaffen können, weil die Alternativen heißt doch, man versucht das nochmal mit den anderen, die aber schon gesagt haben, sie wollen nicht. Und Neuwahlen, ich meine, das ist nicht das, was für uns vorschwebt. Das haben wir früher schon mal erlebt, dass es auch mal verkürzte Wahlperioden gibt. Aber am Ende des Tages werden wir damit umgehen müssen. Insofern ist es nichts, was wir uns wünschen. Wir müssen mit der Realität umgehen. Dass Demokratien komplexer werden, das gilt wohl generell. Und dass es einfach auch nicht mehr erwartbar ist, dass wir jahrzehntelange gleiche Kanzlerschaften haben. Also da müssen wir uns auch mal drauf einstellen. Insofern etwas mehr das auch verstehen, aber es ist irgendwo auch schade, dass der Reiz des Ganzen nicht gesehen wurde. Herr Meyer-Landroth, wie reagiert man in Paris auf diese Entwicklung? Die effizienten Deutschen, vor denen man so eine Mischung aus Respekt und gelegentlich auch Bewunderung, aber manchmal auch ein bisschen, wie soll man sagen, Distanz pflegt, die kriegen es nicht gebacken, eine neue Regierung zu bilden. Wie sieht man das in Paris? Naja, wenn Sie die Debatte verfolgen, die hier gerade auf dem Podium geführt ist, können Sie sich vorstellen, was ich für eine Aufgabe habe, wenn ich das in Frankreich erklären muss. Ja. Sagen Sie uns, wie Sie das versuchen zu erklären.
Naja, erstmal deskriptiv, aber es ist in der Tat so, dass die Erwartung in Frankreich nach einem ja auch in Frankreich schwierigen Wahlkampf mit einem Wahlergebnis, das wir heute auch nicht für selbstverständlich nehmen dürfen, es hätten in Frankreich auch andere Dinge passieren können, heute natürlich der Wunsch in Frankreich ausgeprägt ist, auch einen handlungsfähigen deutschen Partner zu haben, mit dem jetzt die Zukunftsthemen, Herr Oettinger hat sie angesprochen, ich brauche sie nicht erneut vorzutragen, angegangen werden können. Und da hofft man schon auf deutsche, ich sage mal, Verlässlichkeit, auf deutsche. Man ist nicht unbedingt mit allem einverstanden, was die Deutschen vorschlagen, man will wenigstens wissen, was die Deutschen wollen. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, Neuwahlen wird es morgen nicht geben. Die Sozialdemokraten reden offenbar darüber, was sie tun. Ihre Voraussage, Herr Stelzner, wie wird es weitergehen? Es gibt ja nur drei Szenarien. Die eine, ja, der erste Ausweg für Angela Merkel, für die das ja auch jetzt eine persönliche Machtfrage geworden ist, besteht in einer dritten Neuauflage der Großen Koalition. Der Bundespräsident hat heute allen Parteien, also auch seinen sozialdemokratischen Parteifreunden, noch einmal ins Gewissen geredet. Ich habe bislang Schulz, Scholz, Nahles etc. Immer so verstanden, dass sie partout diesen Schritt ablehnen und als ja, in der Opposition wieder als Volkspartei zu Kräften kommen möchten. Sie hätten arge Begründungsnöte, hier jetzt eine Kehrtwende hinzulegen. Deswegen glaube ich nicht, dass es diese Option geben wird. Die zweite Option wäre, auch das haben Sie schon angesprochen, eine Minderheitsregierung. Wenn, dann sehe ich nicht die FDP, sondern eher mit den Grünen, Schwarz-Grün. In Sachfragen könnte da sicherlich die SPD manche Gesetzesvorhaben mittragen, in Europa-Fragen, Klimafragen, Flüchtlingsfragen. Aber ob die SPD die Kanzlerin zur Kanzlerin wählen würde, wage ich zu bezweifeln. Deshalb ist da die dritte Alternative, die in meinen Augen wahrscheinlichste. Das heißt, eine Neuwahl nach Scheitern all dieser anderen Möglichkeiten würde bedeuten, wenn ich richtig informiert bin, dass Frau Merkel in den Abstimmungen zweimal die absolute Mehrheit fehlt und beim dritten Mal auch die relative. Und dann könnte der Bundespräsident das Parlament auflösen und dann müsste innerhalb von 60 Tagen eine Neuwahl stattfinden. Wie die Wähler darauf reagieren werden, das vermag heute niemand zu sagen. In der Tendenz, glaube ich, würden die kleineren Parteien weniger Angst davor haben müssen. Die Linkspartei und die AfD freuen sich ja schon heute, wenn es so etwas geben könnte. Die Grünen, glaube ich, müssen auch davor keine großen Sorgen haben. Bei der FDP weiß man nicht, wie die 1,4 Millionen Unionswähler, ehemaligen Unionswähler, sich verhalten werden, die das letzte Mal FDP gewählt haben, auch weil sie auf keinen Fall AfD wählen wollten, die aber auch Merkel nicht mehr wählen wollten. Und ob die SPD tatsächlich gewinnt durch ihre Blockadehaltung, wage ich zu bezweifeln, weil es da vielleicht auch viele geben wird, die sagen, ich habe doch meine Stimme gewählt, damit ihr verantwortlich Politik macht. Könnte bei der FDP natürlich auch gelten, bei der SPD allemal. Und bei der Angela Merkel, bei der CDU, ist die große Frage, ob vielleicht die Merkel-muss-weg-Stimmung, die es gibt, um sich greifen könnte. Und die CSU, die hat ja ganz andere Probleme. Bei der CSU, glaube ich, stellt sich die Frage, ob durch die Führungsquerelen überdeckt wird, dass jemand vielleicht auf die Idee kommen könnte, nachzufragen, was ist eigentlich die ja, Ausnahmesituation der CSU? Warum braucht man sie eigentlich? Ja, das wäre ja wirklich mal was ganz Neues. Am Donnerstag wird, glaube ich, erstmal geklärt, wer da Ministerpräsident bleibt und diese Partei führt. Herr Oettinger, wie lange kann Europa sich das leisten, dass Deutschland, was eigentlich in den Fahrersitz gehört, sozusagen im Kofferraum auf irgendwas wartet? Wir haben ja
schon seit vielen Jahren ein Problem, dass Deutschland oftmals seine Position zu spät bestimmt. Andere Mitgliedstaaten warten händeringend auf eine deutsche Position und würden ihr gerne folgen. Aber zum Teil wird in Deutschland erst 5:05 entschieden, was man macht, zwischen BMW und BMU, zwischen BMI und BMJ etc. Das sind die Ministerien, die sich da jetzt abkürzen. Ja. Und deswegen, die deutsche Enthaltung ist leider schon legendär. Vor ein paar Tagen ging es um die Frage, ob man Glyphosat nochmals für Landwirtschaft 5 oder 10 Jahre verlängert. Deutschland, Enthaltung. Und wir verspielen derzeit einen Teil unserer Autorität. Hinzu kommt, dass der neben der Kanzlerin der stärkste Mann war, Schäuble, ja weg ist. Das heißt, beim ganzen Themenfeld Eurozone, Finanzen, Budget oder auch Vertiefung des ESM zu einem europäischen Währungsfonds fehlt derzeit die deutsche Stimme. Und ich sage Ihnen voraus, die anderen werden nicht mehr warten. Und da werden sich neue Formationen bilden. Wir hatten heute Allgemeinen Rat, da waren die Außenminister da. Die haben mich im Detail gefragt zum nächsten Haushaltsrahmen und ihre Erwartungen angemeldet. Die deutsche Stimme war eben nicht da. Und deswegen kann man nur hoffen, dass wir so oder so eine rasche Entscheidung haben. Ich glaube auch, dass Neuwahlen kommen werden. Und ich glaube, dass die SPD nochmals verlieren wird. Bei Neuwahlen werden die Sozialdemokraten A, keinen überzeugenden Kandidaten haben. Für Schulz ist die Wahl gelaufen. Von Nahles kommt zu früh. Und Scholz kommt zwischen beiden nicht durch. Das heißt, die werden sich wundern. Also man kann eigentlich den Sozis nur raten, rettet euch in die Große Koalition. Denn sonst kommt sie bei 18% aus. Es könnte sein, dass man das im Hamburger Rathaus anders sieht, aber warten wir es ab. Herr Professor Hüther, kein Schäuble mehr. Macron sagt, wir brauchen einen Euro-Finanzminister, wir brauchen ein europäisches Budget, wir brauchen eine Börsensteuer. Wie lange können wir denn das dann noch verhindern, wenn ein französischer Präsident das wahrscheinlich auch noch öfter und immer häufiger fordern wird, wenn wir hier Instabilität und Vakuum haben? Das wird doch gefährlich, oder? Na, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass solche Entscheidungen gegen Deutschland oder ohne aktive Mitwirkung Deutschlands überhaupt zustande kommen. Ja, aber der öffentliche Rahmen. Ich meine, Deutschland ist, wie es der polnische Außenminister Sikorski früher mal gesagt hat, die unentbehrliche Nation. Sie können dieses Europa ohne Deutschland nicht organisieren. Wenn wir jetzt mal vorübergehen, das ist misslich und es ist auch nicht schön und ich habe das eben auch eingeordnet, aber wenn es nun mal so ist, und dann ist es Ausdruck einer demokratisch entstandenen Situation, da müssen wir erstmal mit umgehen. Und wenn jetzt andere warten müssen, dann müssen sie halt warten. Also ich meine, wir können jetzt nicht alle anderen Druckargumente auch noch dazu nehmen, es löst ja nichts, es ändert ja nichts an der deutschen Situation. Keinen Millimeter kommen wir voran, wenn wir sagen, wir müssen irgendwas entscheiden. Niemand in Europa wird solche Entscheidungen durchbringen, die werden irrelevant bleiben. Und das muss man auch mal ganz, so wie nie ohne Frankreich Entscheidungen dieser Art wir treffen würden. Und insofern ist es einfach eine Situation, die wir jetzt auch mal durchstehen müssen. Und dann muss man auch mal sagen, okay, ich will nochmal darauf hinweisen, dieses politische Ergebnis ist Ausdruck einer gesellschaftlichen Situation. Wir können nicht so tun, als wenn das da oben im luftleeren Raum stattfindet, mit der Gesellschaft nichts zu tun hat. Wir haben andere Diskussionen, wir haben andere Gräben, wir haben andere Spannungen in der Gesellschaft, als wir sie früher hatten. Und die äußern sich nun auch mal durch übrigens auch unkluge Politik, durch fehlende Kommunikation, fehlende Erklärungskraft der Politik in solchen Wahlergebnissen. So, und jetzt müssen wir mit denen gepflegt umgehen. Dass wir nicht immer nur die Stabilitätsmeister sind, ist nun mal, wie es ist. Also deswegen würde ich einfach sagen, okay, ich sehe das Dilemma und ich meine, dass ein Kommissar der Europäischen Kommission sagt, wir wollen jetzt auch entscheiden, verstehe ich auch, aber dann geht es jetzt halt nicht. Da würde ich ganz sicher sagen, es geht. Und es ist auch so, ich will nur einen Punkt sagen, ich bin heute mehrfach gefragt worden, Interviews, was heißt das jetzt für die deutsche Wirtschaft? Kurzfristig heißt das nichts. Die deutsche Wirtschaft ist stabil. Wir haben einen stabilen weltwirtschaftlichen Rahmen, die europäischen Volkswirtschaften sind stabil. Keiner wird seine kurzfristigen Investitions- und sonstigen Entscheidungen deswegen revidieren. Das eigentlich Missliche ist, dann kommen wir zum Generellen zurück, dass einfach wichtige Entscheidungen, die wir nach vorne hin zu entscheiden haben, für den demografischen Wandel, für die Digitalisierung, alle nicht getroffen werden. Aber jetzt müssen wir auch nicht so tun, als hätten die alle in diesem 62-Seiten-Papier drin gestanden. Zur Demografie stand da auch nur Kappes. Ich traue mich mal, den Diplomaten zu fragen, Herr Meyer-Landroth. Wird nicht der französische Präsident angesichts der Stärke, die er immer noch hat, das Vakuum nutzen, um Europa in seinem Sinne mehr voranzutreiben? Ich weiß, da können Sie nur indirekt darauf antworten. Aber
vielleicht verklausuliert. Auch der französische Präsident weiß, wie Sie es gerade gesagt haben, dass er die wegweisenden Entscheidungen in Europa nur mit und nicht gegen Deutschland treffen kann. Und ich erinnere mich an eine Zeit, die gar nicht so lange zurück ist, wo ich 10 Monate lang den Deutschen erklären musste, dass die Franzosen Wahlkampf machen und dass mit den Franzosen überhaupt nichts anzufangen ist, weil wir nicht wissen, wie das ausgeht und dass es 4 nationale Wahlgänge geben wird. Erster Wahlgang, zweiter Wahlgang Präsidentschaft, erster Wahlgang, zweiter Wahlgang Parlamentswahlen und dass wir im Grunde vom September 16 bis Juni 17 keine wirklich handlungsfähige Regierung in Frankreich hatten. Also ich glaube insofern, dass auch man in Frankreich dann versteht, das, was Sie gerade gesagt haben, dass der demokratische Prozess in Deutschland dann eben auch zu seinem Ergebnis kommen muss. Trotzdem bleibt es für Macron wichtig, dass die europäischen Dinge vorankommen. Wir müssen sehen, wir haben in Frankreich heute einen Präsidenten, der einer Bewegung vorsteht, in der es keine grundsätzlichen Auseinandersetzungen über Europa gibt, die bereit sind, Dinge zu machen und nicht nur die Dinge, die vielleicht bei uns auf instinktiven Widerspruch stoßen. Er hat vieles zu Flüchtlings- und anderen Politiken gesagt, die durchaus wir vorher aus Frankreich nicht gehört haben. Und auch bei den anderen Fragen zum Euro weiß er, dass es darüber eine Diskussion und dann auch eine Abstimmung mit Deutschland wird geben müssen. Insofern glaube ich, dass man auch in Paris lernen wird, sich ein wenig in Geduld zu fassen, aber das Drängen, dass man an die Zukunftsfragen herankommt, wird natürlich zunehmen. Also wir leisten uns ein bisschen mehr laissez-faire. Können wir das auch gegenüber den Briten, Herr Oettinger? Der Brexit ist nach wie vor ungeklärt in seinem Ablauf. Es gibt Fristen, wenn ich das richtig im Kopf habe, eine, die in dieser Woche auch noch relevant ist, wo Erklärung eingefordert worden ist. Es gibt Spekulationen, dass Deutschland das finanziell Hauptverliererland werden könnte für einen Brexit. Wie sehen Sie die Lage gegenüber Großbritannien? Die Briten werden Ende März 2019 ausgeschieden sein. Und da wir, wenn wir ein Abkommen haben wollen, ein gemischtes Abkommen haben werden, muss es durch alle Mitgliedstaaten. Das heißt, die Kommission und unmittelbar jeder Chefverhandler müssen spätestens im Oktober nächsten Jahres fertig sein. Wir haben ein begrenztes Mandat. Der Europäische Rat, die Staats- und Regierungschefs haben uns beauftragt, Punkt 1, die Beziehung Irland-Nordirland zu klären und Freizügigkeit auf dieser schönen Insel. Zweitens, die Rechte der 3,2 Millionen Festlandseuropäer, die in UK leben, Recht auf Arbeit, Familiennachzug, Gesundheitsdienste, Rentenansprüche, Aufenthaltsrecht zu klären. Umgekehrt für die 1 Million Briten, die auf dem Festland leben, dasselbe zu tun. Und drittens, die offene Rechnung beglichen zu bekommen. Aber denn wie hoch die ist, wissen wir noch nicht. Die ist in einem hohen zweistelligen Milliardenbetrag zu erwarten. Die haben wir den Briten aufgemacht. Die begreifen unsere Rechnungsweise auch, aber sie haben weder beim Referendum noch bei der Wahl ihre Öffentlichkeit darauf vorbereitet. Was dort an Schindluder gemacht worden ist, an Fake News verbreitet wurde, vom Boulevard von Murdoch in Kommentaren gehetzt wurde, was Boris Johnson unsäglich gemacht hat bis heute. Im Grunde genommen ist die britische Öffentlichkeit auf die Wahrheit noch nicht vorbereitet und Frau May tendenziell zu schwach, um diesen Kassensturz zu leisten. Wenn wir bei den 3 Punkten Fortschritte verzeichnen, bei den beiden ersten haben wir Fortschritte, dann könnten wir noch am 16. Dezember den Europäischen Rat bitten, uns das Mandat für die Zukunft zu geben. Export, Import, Investitionsschutz, Binnenmarktregeln, Handelsfragen. Wenn das Mandat dafür vor Jahresende nicht erteilt wird, wird die Zeit im neuen Jahr verdammt eng. Wie teuer wird der Brexit für uns, Herr Professor Hüther?
Also wir haben uns das mal angeschaut nach den Input-Output-Verflechtungen, was auch die Vorleistungsbeziehung angeht. Da ist schon einiges auch für die deutschen Hersteller im Maschinenbau, im Automobilbau bedeutsam. Aber in der Summe ist es so, dass die Abhängigkeiten eindeutig sozusagen in die andere Richtung gehen. Das heißt, die britische Wirtschaft wird den größeren Verlust haben. Es ist jetzt schwer zu sagen, wie stark der in Summen am Ende wirkt, weil sie Anpassungen haben. Es gibt Investitionsentscheidungen, die dann jetzt schon anfangen. Und also ich glaube, dass das eigentlich erschütternd, und das ist das, was Sie in den Reaktionen der Wirtschaftsakteure zunehmend erleben, diese Strategielosigkeit der britischen Regierung, die Handlungsunfähigkeit, die Unvorbereitetheit. Und immer noch glauben ja einige, sie seien mit dem Brexit Trendsetter und haben noch nicht begriffen, dass sie Außenseiter geworden sind. Und das heißt, sie haben vor einem Jahr noch gedacht, sie könnten sozusagen in Europa viele Verbündete gewinnen, die gewinnen sie nicht. Sie haben daraufhin immer noch keine Antwort. Und insofern ist es schon so, dass es eigentlich zeitlich eng wird. Oettinger hat es ja beschrieben. Ich meine, das muss auch von allen beschlossen werden. Das heißt, wir müssen eigentlich in einem Jahr fertig sein, damit das bis zum 29. März wird. Es wird nirgends irgendwie eine automatische Übergangsfrist geben. Man kann höchstens sagen, alle halten dann auch so, wie heißt das Bild so schön, die Uhren an und sagen, es ist nichts passiert, und weil wir nicht fertig geworden sind. Aber auch das bedarf zumindest eines aktiven Einsehens darin, dass es Sinn macht. Und insofern, unsere Befürchtung ist eigentlich, dass am Ende des Tages das auch nicht mehr revidierbar ist, selbst wenn es im nächsten Jahr eine andere Regierung in Großbritannien gibt, was ja auch nicht ausgeschlossen ist. Die konservative Partei ist in einer schwierigen Situation, sie ist geschwächt. Und auch mit einem weichen Brexit wird das nicht einfach. Wenn man ein Bild wählen will, die Züge haben den Bahnhof langsam verlassen. Was die Frage angeht, wo geht man hin, welche Standorte außerhalb der Insel auf dem Kontinent wählt man. Und das ist beispielsweise für Kapitalmarktfragen für uns schon ein zentrales Thema. Es ist ja gar kein Selbstläufer für Frankfurt, da wird eine Menge durchaus hinkommen können. Aber die entscheidende Frage ist, wie viel geht nach New York? Der Preis, den wir zahlen, zahlen wir auch dadurch, dass möglicherweise das europäische Finanzzentrum insgesamt geschwächt wird. Und ich halte auch die Briten nicht für einen besonders interessanten Partner in Europa, was die Binnenmarktfragen angeht. Die Briten haben nie vom Binnenmarkt profitiert, deren Exportquote hat sich überhaupt nicht verändert. Unsere Exportquote, Sie haben es erwähnt, hat sich seit dem Binnenmarktbeginn verdoppelt, von 20% auf 40%. Die britische liegt fest betoniert bei 18%. Da bewegt sich überhaupt nichts. Also insofern ist das interessante Thema, wo sozusagen dann für irgendwie auch Schwierigkeiten haben, weil wir es ja jetzt nicht liefern können, ist die Sicht auf die Kapitalmärkte. Wir haben auf dem Kontinent weder die Franzosen, wir haben es aber auch nicht, eine angemessene Sicht auf die Regulierung der Kapitalmärkte, auch im globalen Rahmen. Der globale Rahmen bezieht sich ja nicht nur auf Autos, Chemie und Pillen, sondern auch auf die Frage, wo Kapital alloziert wird, wo Kapital verwaltet wird, wo es gemanagt wird. Dazu haben wir politisch überhaupt gar keinen Ansatz, und wir müssten riesen Infrastrukturinvestitionen vortätigen, um das wirklich aus London zu holen, das Clearing beispielsweise. Das ist ja nicht nur ein paar Leute, die man dann rüberholt, es ist auch eine Infrastrukturfrage. Also die Belastungsfrage am Ende des Tages liegt die eigentlich hinterm Vorhang. Die liegt dort bei den Dingen, die wir sowieso nicht gerne wahrnehmen und diskutieren, bei den Kapitalströmen, bei der Frage, wie wir uns Banken gegenüber uns verhalten, wenn wir uns weiterhin in dieser Republik von oberster politischer Führung an so feindlich den Banken, den Finanzinstitutionen gegenüber verhalten, dass wir glauben, sozusagen die Drangsalierung sei ein hohes moralisches Gut an sich, dann werden wir hier verlieren, und dann wird man auch keinen in Europa haben, der diese Rolle übernehmen kann, den Kapitalmarkt zu entwickeln. Das ist für mich die eigentliche Verlustposition, die wir haben. Die Briten haben dort sozusagen ihr geistiges Eigentum. Das ist die Frage Kapitalmärkte, und das ist weg. Warum glauben wir eigentlich, dass wir die Briten schon absolut verloren haben? Also in dem gesamten politischen Prozess irritiert mich, dass wir überhaupt nicht versuchen, um die Briten zu werben. Und es lohnt sich. Die Briten, das ist jenseits auch des Handels, das ist die zweitwichtigste Wirtschaftsmacht Europas, zusammengenommen so stark, so schwer wie die 19 kleinsten Länder der EU. Also als würden 19 von 28 auf einmal austreten. Es ist aber ja doch nicht nur die Wirtschaft oder auch das Finanzzentrum, sondern es ist ein Ort der europäischen Kultur, der Demokratie. Es ist auch das Land neben Frankreich mit einem Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, mit einer Atomstreitmacht und auch mit einer einsatzfähigen Armee in den Konfliktherden dieser Welt, die wir Deutsche zum Beispiel lange nicht haben und bestimmt auch lange nicht haben werden. Also warum werben wir nicht noch einmal für einen anderen Umgang mit den Briten?
nämlich nicht in dem Sinne, wir haben nur das Mandat für diese drei Schritte und wenn wir uns auf die 60 oder 70 Milliarden nicht einigen können, dann geht es halt nicht weiter, dann haben wir den harten Brexit. Warum geht nicht ein französischer Präsident anstatt an die Goethe-Universität in Frankfurt, und da haben wir ihn gerne gehört, das war eine vorzügliche Rede, die er gehalten hat, zum Beispiel nach London, wie damals Helmut Schmidt, als die Briten schon einmal austreten wollten, als er eine tolle Rede gehalten hatte, emotional in großartigem Englisch im Unterhaus. Warum machen wir das nicht wie de Gaulle, der damals für den deutsch-französischen Vertrag über die deutschen Marktplätze gegangen ist, um für die Zustimmung der Deutschen zu werben? Gibt's dafür also noch eine könnten, Chance, wir, meine Herren. Könnten wir vielleicht, um einen Vorschlag aufzugreifen, den Tony Blair gerade gemacht hat, den Briten auch etwas geben, nämlich woran auch wir Interesse haben könnten und sollten. Wir alle wollen an der Freizügigkeit in der EU ja nicht rütteln. Wir kommen nachher noch zu der Dienstleistungsrichtlinie. Aber natürlich, die Freizügigkeit der Arbeitnehmer müssen wir erhalten. Aber gilt das auch für die Wanderung in die Sozialsysteme der EU? Wenn man den Städtetag hört in Deutschland, gibt es da durchaus klare Aussagen, dass auch wir ein Interesse daran haben könnten, zum Beispiel den Zugang zu Gesundheitsdienstleistungen oder Ähnlichem erst verzögert in voller Höhe zu gewähren oder vielleicht in Abhängigkeit auch der Herkunftsländer das zu gestalten. Das ist der Vorschlag von Tony Blair. Wenn wir dieses aufnehmen und den Briten vielleicht ein Angebot machen, dass sie dann noch einmal abstimmen über den Brexit, bin ich mir ziemlich sicher, auch gerade nach den Erfahrungen, Herr Hüther, die Sie ja jetzt zunehmend machen, dass Sie sich es vielleicht doch noch mal überlegen. Gibt es dafür noch eine Chance, meine Herren? Oder ist der Zug aus Kensington abgefahren? Ich würde es gerne glauben und ich finde ja auch alle Mühen wert. Nur, ich glaube, das systematische Problem ist, wir sind nicht, die Europäer sind letztlich nicht Urheber der Brexit-Entscheidung, sondern der Brexit ist Ausdruck einer innerbritischen Problemlage. Und diese innerbritische Problemlage können wir aus Europa nicht lösen. Das war anders 1975. Es ist, so wie Herr Oettinger beschrieben hat, es ist mit Lügen und Falschinformationen Europa in ein Licht gestellt worden. Und eine Regierung wollte dann für den Verbleib werben, die selbst für lange Jahre immer gegen Europa argumentiert, in allen Dimensionen. Und das Zweite ist, die Briten haben ein anderes europäisches Narrativ als wir. Das deutsche Narrativ hat Herr Oettinger beschrieben. Für uns war es im Grunde die Wiedereingliederung in die Gemeinschaft der Nationen. Auf Augenhöhe, die Würdigung nach diesem moralischen und in jeder Hinsicht Totalbankrott 45. Für die Briten ist das Narrativ einer, wenn Sie wollen, einer Freihandelsregion, ein ökonomisches Argument. Die waren nach den 60er Jahren ja nicht ziemlich weit vorangekommen, sondern hingen ziemlich. Und nachdem sie 73 beigetreten waren, ist eigentlich eine Phase der ökonomischen Stabilität eingetreten. Das haben sie sozusagen alles verloren. Aber es gibt kein überragendes Narrativ wie bei uns, dass das sich historisch einordnet. Und deswegen glaube ich auch, bei aller Mühe, die es ja immer wert ist, wird es aus diesen zwei Gründen, hat es keine Chance, es sei denn aus Großbritannien selbst, gibt es eine Erkenntnis, dass dieser Vorgang sehr schmerzhaft wird. Und er ist schmerzhaft, er wird schmerzhaft werden. Ich war letzte Woche in London, wenn Sie mit den Leuten dort reden, es ist eine Verzweiflung und Ratlosigkeit a über diesen Zustand der Regierung, die Unfähigkeit, auch nur eine Strategie auf einer Seite aufzuschreiben, und daraufhin auch klare Perspektiven. Die haben, jetzt muss ich mal überlegen, letzte Woche laden die Geschäftsführer der deutschen und europäischen Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände ein. Und das Anliegen war nicht, wie können wir jetzt gemeinsam in diesem Sinne, habt ihr noch, können wir gemeinsam, sondern nur, könnt ihr mal zu Hause Druck ausüben, dass uns gegenüber man freundlicher begegnet. Ja, glaubt man denn, dass man die Länder, die Gesellschaften auseinanderkriegt, um für diesen Preis? Also das macht mich einfach sehr skeptisch. Nicht? Ich würde sagen, es ist aller Mühe wert, aber ich halte es für unter den Bedingungen für aussichtslos. Herr Mailand-Ull. Ja, vielleicht nur ein kleines Wort aus französischer Sicht. Ein Auftritt des französischen Präsidenten, vielleicht auch deutscher Politiker in Großbritannien, kann auch das Gegenteil bewirken. Ja, weil das dann bei den Europaskeptikern oder Europagegnern endgültig den Eindruck verfestigt, dass hier etwas für andere gemacht werden soll und nicht aus eigenem Antrieb. Wir haben uns, glaube ich, ganz bewusst dafür entschieden, auch in dieser Kampagne uns eben nicht so zu artikulieren, weil bestimmte auch proeuropäische Kräfte in Großbritannien davor gewarnt haben.
Und ob die Situation heute besser wäre, kann man bezweifeln. Ich glaube, dass die, also einmal ganz kurz zu dieser Frage, wie lange kann man die Uhr anhalten? Wir haben im Mai oder Juni 2019 Wahlen zum Europäischen Parlament. Es muss schon irgendwie davor klar sein, ob in Großbritannien noch gewählt wird oder nicht. Das heißt, also, da ist nicht viel mit längeren Spielräumen, die Sie haben. Und deswegen glaube ich, bei allen Schwierigkeiten, die wir haben werden, die ersten Fragen zu lösen, dass sich sehr schnell nächstes Jahr die Frage stellen wird nach einer Übergangsperiode und nach der Gestaltung einer Übergangsperiode und dass eigentlich nur über den Weg einer vernünftig gestalteten Übergangsperiode sowohl die Zeit in Großbritannien zum Nachdenken wie die Zeit entstehen kann, in der eben die Wirtschaft nicht über die Klippe springt. Und da wird es dann auch Möglichkeiten für die europäische Seite geben, vielleicht Brücken zu bauen. Aber aus meiner Sicht eigentlich erst und nur an der Stelle. Herr Oettinger, Ihre Sicht. Ich kann dem Gedanken von Herrn Stelzner einiges abgewinnen. Und wir prüfen wirklich, wir haben ja auch einen Kollegen aus London in der Kommission. Was könnte man tun, um eine Brücke zu bauen? Nur es gibt ja in UK keine Debatte über Verbleib in der EU. Es gibt nur eine über Hard Brexit und kluger Brexit. Die Liberalen sind nicht mehr hörbar. Die waren immer proeuropäisch, sind seit einem Jahr abgetaucht. Die Sozialisten haben innere Machtkämpfe, aber wenn, dann maximal kluger Brexit, nicht kein Brexit, hat dort Resonanz. Und bei den Tories, Boris Johnson, Hard Brexit, Hammond, kluger Brexit, aber niemand wagt es, den Verbleib zu diskutieren. Der gelte als Verräter. In den Medien der gleiche Fall. Und die britische Wirtschaft ist bisher auch in keiner Form, kein Verband, kein CEO, kein Unternehmen hat überhaupt den Verbleib in der EU seitens der Wirtschaft formuliert. Das heißt, wenn Sie drüben die Debatte gar nicht haben, können Sie sie von Brüssel aus kaum beginnen. Trotzdem behaupte ich, dass die Kanzlerin mit Frau May oder Herr Tusk oder Herr Juncker mit ihr schon mal abends nach dem Europäischen Rat die Frage abklopft, gibt es denn irgendwo eine Chance? Und das sehe ich die Zeitachse von Herrn Mayer-Landrut genauso. Wenn wir Verhandlungen zum Thema Binnenmarkt aufnehmen und dann im September merken, es ist so komplex, brauchen Zeit, der gute Wille ist da, wir verlängern 2 Jahre, aber es bedarf der Einstimmigkeit im Europäischen Rat, dann könnte auf der Zeitachse von 2 bis 3 Jahren ein Nachdenken eintreten. Ich vermute, es wird trotzdem nicht gelingen, aber es wird eine junge Generation von Briten geben, die in 10 bis 15 Jahren den Wiedereintritt in die Europäische Union beantragen wird. Und die dann hoffentlich auch alle wählen gehen und ich will beim letzten Mal nicht dabei sein. Meine Herren, jetzt lassen Sie uns mal einen Exit vom Brexit machen, sonst sind wir zu lange bei einem Thema und es ist auch schon lange nach 9 und geht auf 10. Aber 2 Dinge würde ich gerne noch mit Ihnen besprechen wollen. Unser Präsident hat nicht ganz ohne Zufall, ich darf das sagen, Herr Lambusch, vielleicht auch ein bisschen mit Blick auf diese Podiumsdiskussion ein Thema angesprochen, was uns allen hier sehr auf den Nägeln brennt. Das ist die Bürokratie, mit der die EU uns alle hier überzieht und als neuestes Beispiel die Entsenderichtlinie, die also nun dazu führen soll, dass man spätestens nach 12 Monaten, wenn man für Airbus, Herr Dr. Ehm, Herr Wagner, von Hamburg nach Toulouse geht, dann französischem Arbeitsrecht unterliegt. Muss das sein, Herr Oettinger? Da habe ich mit Interesse den Artikel von Herrn Kramer gelesen, im Handelsblatt, den ich durchaus für beachtlich finde. Dieses Gesetz Europas war ein Anliegen von Herrn Macron, zuallererst. Und wir wollten ihm bei dem Thema entgegenkommen. Mein Präsident Juncker, aber auch die anderen Regierungen. Das heißt, das waren nicht primär wir blöden Bürokraten in Brüssel. Das waren Protektionisten im Rat, die im Grunde genommen erreichen wollten, dass nicht Menschen mit geringem Arbeitslohn aus Polen kommend als Subunternehmer in Frankreich den Franzosen die Arbeitsplätze wegnehmen. Meine Sorge ist, das Gesetz wirkt in die andere Richtung. Polnische und bulgarische Arbeitnehmer bekommen jetzt zwar den gleichen Lohn, aber keinen Vertrag mehr.
Das heißt, sie haben auf dem Papier den gleichen Lohn, wie der Tariflohn in Frankreich, Deutschland ist. Aber die Aufträge an ihre Unternehmen fallen weg. Und damit haben sie in der Theorie Gleichbehandlung, in der Praxis weniger Beschäftigung als bisher. Ansonsten, wir sollten eben alles tun, dass die Lohnentwicklung durch Tarifpartner geschieht. Wir werden nie gleiche Löhne haben, wir werden auch in Deutschland nicht überall gleiche Löhne haben, aber es war jetzt eben der Versuch, nochmals Lohndumping zu verhindern. Ob es erfolgreich sein wird, wissen wir in 2 bis 3 Jahren. Das klingt ja fast so, als ob Sie sich dafür engagieren wollten, das noch zu stoppen. Nein, es ist entschieden. Es war in der Kommission vor einem halben Jahr und im Rat vor 3 Wochen und es ist entschieden. Es gibt eine Einigung auf einen Lohn, der am Standort X für alle, egal ob sie Franzosen, Deutsche, Bulgaren, Polen sind, der gleiche Lohn sein muss. Und da gibt es auch keinen Weg zurück jetzt? Das wurde jetzt entschieden, tritt jetzt in Rechtskraft, wird mit Sicherheit evaluiert nach 2, 3 Jahren. Ob man es dann korrigiert, wird man sehen. Meine Herren, können wir den Deutschen und den Europäern in Gänze diese Vision von der Wertegemeinschaft des historisch gewachsenen Europas noch vermitteln? Können wir diese EU noch wachsen lassen, wie der Kommissar auch gerade noch mal leidenschaftlich gesagt hat und dafür plädiert hat, wenn wir auf der anderen Seite mit solchen und auch einer Reihe von anderen Richtlinien, wenn man auf die vergangenen Jahre guckt und Entscheidungen, gibt es da eine Menge, jetzt nicht unbedingt die Akzeptanz für EU-Handeln in Deutschland und anderen Ländern erhöht hat. Kann das klappen? Immer größere EU, immer mehr Länder, aber auch immer mehr Zweifel an ihrer Funktionsfähigkeit für die Bürger und für die Unternehmen. Herr Stelzner. Die Größe allein ist da kein Hindernis. Und ja, wir könnten bestimmt auch noch die Länder des Westbalkans aufnehmen. Nur müssen wir uns fragen, was für eine EU wollen wir eigentlich? Also mehr Europa ist hundertprozentig mehrheitsfähig hier im Saal. Und ich denke auch im ganzen Land. Aber das ist ja auch nur ein Schlagwort. Viel wichtiger ist doch, was für ein Europa wollen wir? Und ist es ein Europa der Protektion, so wie wir es mit der Entsenderrichtlinie gesehen haben? Da treiben wir doch nur die Spaltung zwischen den mittelosteuropäischen 9 Mitgliedsländern und den Gründungsstaaten der EU voran. Das ist auch keine Perspektive für den Westbalkan. Die wollen natürlich in der EU Erfolg haben. Und was haben sie dazu? Sie brauchen ihre Wettbewerbsvorteile, die sie einsetzen können, die man ihnen nicht nehmen sollte. Und es geht ja auch nicht nur um den Lohn allein, sondern es geht ja auch um die Sozialabgaben, die dann fällig sind, etc. Und wenn man die Proklamation, das ist ja auch heute angeschnitten worden, der Sozialunion in Göteborg sieht, wo im Übrigen kaum jemand, glaube ich, darüber berichtet hatte. Also wir hatten einiges dazu, auch einen Leitartikel. Dann kann man schon die Frage stellen, auch dort war ja Macron, ist das Europa eigentlich eines der Festung Europa, wo wir die Schotten dicht machen wollen? Oder glauben wir, dass wir mit einer marktwirtschaftlichen Ordnung Erfolg im globalen Wettbewerb haben können, als Basis für unseren Wohlstand, wie wir es in Deutschland ja erleben? Ist das noch mehrheitsfähig auch für Europa? Ich bin der festen Überzeugung, dass die mittelosteuropäischen Länder wie auch die Westbalkanländer genau deshalb die Europäische Union auch in die EU wollten und auch nach wie vor wollen, weil es eine Union auch des Wohlstandes ist. Und die Basis für diesen Wohlstand ist die Marktwirtschaft. Herr Oettinger, Sie sprachen vorhin auch von unseren Werten, der Wertegemeinschaft. Genau das ist es auch. Macron in der besagten Rede in der Goethe-Universität in Frankfurt sagte, man könne nicht nur von Marktwirtschaft und Rechtsstaatlichkeit alleine leben. Da hat er schon recht. Aber wo wäre die Europäische Union ohne dieses? Marktwirtschaft, Ihr Stichwort, Professor Hüther. Ja,
Also vielleicht noch eine Anmerkung zu dieser Entsenderichtlinie. Ich sage mal, der Sündenfall ist ja schon ein bisschen älter, nicht? War eigentlich die erste und das ist 21 Jahre her. Ich erinnere mich noch gut daran, da war ich noch jung und unschuldig und Generalsekretär des Sachverständigenrats und haben einen Artikel geschrieben, sorry, damals im Handelsblatt unter der Überschrift, hat die deutsche Baubranche Angst vor fairem Wettbewerb. Sie können sich vorstellen, was dann passierte, dass sie natürlich meinte, dass ich da einen völlig falschen Blick auf diese Entsenderichtlinie hatte. Nur man muss immer daran erinnern, den Sündenfall begeht man meistens dann, wenn man es nicht merkt, nicht erst, wenn es weh tut. Und das ist das, was wir jetzt alle hier reinfahren. Es konnte auf Europa damals, was habt ihr eigentlich jetzt, was wollt ihr eigentlich? Wir haben doch schon vor 21 Jahren damals bei der Entsendung, habt ihr auch kräftig umgewandelt, auch Norbert Blüm damals. Also von der Idee, am gleichen Ort, gleiche Arbeit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das ist ja im Grunde der Kern der Entsenderichtlinie, sind wir, die Grundidee ist aus dem Binnenmarktprojekt heraus entstanden, damals mit hoher Engagement und Energie auch von Seiten der deutschen Politik und zum Teil auch der deutschen Wirtschaft nach vorne betrieben worden. Also das gehört zur Ehrlichkeit auch. Was ich damit sagen will, ist, das ist ja nicht dieses auch da, dieses abstrakte, jetzt passend oben die Farbe rot, ne? Dieses abstrakte Brüssel, das da oben isoliert für sich rumhampelt und irgendwelche Dinge macht, sondern Ausdruck unserer Beteiligung. Und Europa ist nun mal ein Club unberechenbarer Demokratien. Das wird erstmal so bleiben und das wird auf lange Sicht auch so bleiben, weil die demokratische Legitimation in den Staaten stattfindet. Die Kommission, mit Verlaub, hat diese demokratische Legitimation bei weitem nicht und sie handelt vielgreifend in die lebenspraktischen Zusammenhänge der Menschen hinein. Also wird man darüber auch zu sprechen haben. Wir haben ein Verfassungsproblem auf der europäischen Ebene, wo der Rat, die Kommission und das Parlament eigentlich nicht so justiert sind, wie wir uns das vorstellen, aber es bleibt am Ende des Tages. Von der Basis her sind es unberechenbare Demokratien, ganz positiven Sinne gemeint, weil sie aus den jeweiligen Prozessen ihrer Gesellschaften zu Ergebnissen kommen und die können halt unterschiedlich sein und die müssen wir arrangieren. Und dann ist es wichtig, dass man sich daran erinnert, worum geht es. Bei allem, was wir tun, ob das die Glühbirnen sind oder die Krümmung der Bananen, es gibt ja all diese schönen Geschichten, ist es ja nie so, dass es nur in Brüssel eingefallen ist, sondern meistens hat es irgendwo in irgendeinem Land eine Interessenlage dafür gegeben, die dann in einer bestimmten Weise über Brüssel transportiert wurde. Auch da müssen wir viel dann ein Stück ehrlicher werden. Nur alles dieses, das mag uns ärgern, das mag uns stören, stellt aber den Grundsatzbefund nicht in Frage, dass dieses Europa als Friedens- und Kulturprojekt von überragendster Bedeutung ist. Und das, was Oettinger beschrieben hat, teile ich völlig. Nur wir müssen auch, glaube ich, nüchtern und ehrlich sagen, zu dieser Identität dieses Europa gehört halt auch die Geschichte des Nationalstaats. Er ist in Europa erfunden worden und nicht in China und nicht in den Provinzen Nordamerikas, die wir dann irgendwie geformt haben aus Großbritannien und anderen heraus, sondern er ist hier entstanden. Und wir transformieren ihn gerade sozusagen in eine transnationale Struktur, in der Überzeugung, dadurch nur im globalen Rahmen mitarbeiten zu können. Auf dem Weg dahin wird es immer wieder solche Dinge geben. Da müssen wir vielleicht alle ein bisschen langfristiger denken, bei dem, was kurzfristig manchmal Erfolg verspricht, aber langfristig nicht trägt. Aber dieses europäische Projekt als Friedens- und Kulturprojekt auf dieser Basis der transatlantischen Werte halte ich für unabdingbar. Ich kenne keinen Ersatz dafür und will damit noch den zweiten Satz sagen, ich kenne auch keine Perspektive, die es ohne die Amerikaner letztlich zu tun. Das heißt, wir werden auch bei allem, was uns im Augenblick komisch vorkommt, auch das ist ja nur Ausdruck einer gesellschaftlichen Problemlage in den USA im Weißen Haus, es gibt keinen Ersatz für die transatlantische Kooperation. Die gehört mit dazu. Ohne die transatlantische Kooperation wäre es zu diesem Europa nicht gekommen und umgekehrt. Das heißt, wer jetzt, und das können wir auch in diesem Kulturdiskurs alles erleben, sonst wohin schaut und das attraktiv findet, sei daran erinnert, dass es das nirgendwo hinführt, zumindest unter gegebenen Bedingungen nicht. Jetzt lassen Sie uns aber bitte Donald Trump und das Weiße Haus mal ein bisschen außen vor lassen, ja, weil dann wird es ganz kompliziert. Europa in seiner heutigen Struktur und seiner Bedeutung nicht verstehen. Beide, das ist das, was Heinrich August Winkler den Westen nennt. Der Westen, die nördliche Hemisphäre, basierend auf der französischen und der amerikanischen Revolution, der Erklärung der Menschenrechte, all den Prinzipien, das ist ein gemeinsamer Raum, das gilt unverändert. Der driftet auseinander, aber auch das muss sozusagen gemeinsam gesehen werden, wenn wir diese Werte, die werden wir nicht aus Europa alleine transportieren. Ihnen wird, glaube ich, niemand widersprechen hier auf dem Podium, aber trotzdem sollten wir doch noch mal ein Stück und einen Blick weit auf die europäischen Institutionen richten. Sind die reformbedürftig, Herr Meyer-Landrut? Sicher. Kann ich vielleicht ein Wort zu Macron und der Entsenderichtlinie sagen? Und bitte nur einmal kurz zurückzublenden. Wir haben im ersten Wahlgang bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich über 40% der Wähler gehabt, die für Kandidaten gestimmt haben, die ganz klar in die Kategorie von Herrn Oettinger gehören, Populismus, Protektionismus, Nationalismus. Die Front National. Front National und Mélenchon und noch viele der kleineren Kandidaten.
Also ich hatte eine Situation in Frankreich, wo es sozusagen die Schwelle zu 50% jedenfalls in Sichtweise war, derjenigen, die ganz fundamental gegen all das sind, was wir hier besprochen haben. Und bei diesen Vertretern, die diese 50% vertreten haben, hat die Entsenderichtlinie als das Red Herring gedient. Ob das in der Wirklichkeit stimmt oder nicht, ist völlig egal. Das war das Thema, mit dem verhetzt und mobilisiert worden ist. Und deswegen kann ich den Katzenjammer über die Reform der Entsenderichtlinie zwar hören, aber wie groß wäre der Katzenjammer gewesen, wenn wir gar nicht mit Herrn Macron über die Veränderung der Entsenderichtlinie zu sprechen hätten, sondern uns in einer ganz anderen Welt wiedergefunden hätte. Und das einmal zu relativieren, war mir doch noch ein Anliegen. Also Sie meinen mit Marine Le Pen? Zum Beispiel. Herr Oettinger, Sie wollten dazu auch Stellung nehmen. Zwei Gedanken zur Erweiterung und zum Thema Demokratiedefizit. Natürlich war im letzten Jahrzehnt die Erweiterung Europas um 13 Mitgliedstaaten ein bisschen viel, ein bisschen früh. Slowenien, Slowakei, Tschechien, Ungarn, Polen, Lettland, Litauen, Estland, Bulgarien, Rumänien, Malta, Zypern, Kroatien. Aber Zeitfenster der Geschichte öffnen sich und schließen sich. Hätten wir denen das Angebot nicht gemacht, wären die Finnen, die Letten, die Litauer, die Esten, die Bulgaren genauso wie Armenien, Moldawien, Georgien, Weißrussland, Ukraine hilflose Schilfrohre im aggressiven Wind von Putin. Wir haben Demokratie, Marktwirtschaft und Werte bis zum Schwarzen Meer exportiert. Und das müssen Sie einmal als goldrichtig erweisen. Und wenn Sie anschauen, wie die Türken, die Chinesen und die Russen auf dem Westbalkan versuchen, Einfluss zu gewinnen, wenn wir sie nicht im nächsten Jahrzehnt zu uns holen, wird die Region für uns verloren sein. Wird dort nicht Demokratie sein, nicht Marktwirtschaft, nicht Sozialstaat. Und das würden unsere Kinder uns einmal vorwerfen. Ich bin von der notwendigen Erweiterung im nächsten Jahrzehnt wegen unserer Werte überzeugt. Das Demokratiedefizit. Wir haben drei Hauptgremien. Das eine ist der Rat und der Europäische Rat. Da sitzen die Nationalminister. Das ist wie der Deutsche Bundesrat. Im Deutschen Bundesrat sitzen die Landesregierungen und ihre Fachminister. Im Rat Europas sitzen die Nationalminister. Dann haben wir ein Parlament, das wird direkt gewählt, nächstes Mal im Juni vielleicht 19. Dass sie nicht zur Wahl gehen, liegt vielleicht an zu geringer Information, staatsbürgerliche Grundbildung. Aber ein Europaabgeordneter hat eine gleiche Legitimation wie ein Bundestagskollege. Genau gleich. Hamburg hat zwei Europaabgeordnete. Drittens die Kommission, wir sind eine Mischung aus Geschäftsführung und Regierung. Jetzt werde ich provokant, lieber Herr Hüter. Wie wird man Bundesminister? Indem in der letzten Nacht drei Parteivorsitzende oder vier zusammensitzen, sagen, wir nehmen BMW, ihr nehmt BMU, wir kriegen das, wir bekommen das. Und dann am nächsten Morgen der Parteivorsitzende seinen Lieblingskandidaten anruft und sagt, du bleibst Minister, du wirst Minister. Die Fraktion wird nicht gefragt, der Bundestag wird nicht gefragt. Und dann wird die Liste addiert mit 8 CDU-Ministern, 2 CSU, 3 Liberalen, 3 Grünen, ein Steinmeier gesandt und der unterschreibt die Urkunden und dann ab geht's. Demokratie-Legitimation null. Wir werden als Kandidaten von Regierungen vorgeschlagen. Von Regierungen, nicht von Parteien. Von einer gewählten Regierung. Ich wurde von einer großen Koalition vorgeschlagen. Dann werden wir im Parlament 3 Stunden gegrillt. Das würde kein Minister überleben. Der hat es nicht nötig. 3 Stunden gegrillt. Dann werden wir im Parlament gewählt. Dann werden wir im Rat gewählt. Ich behaupte, ein Kommissar hat eine dreifach höhere demokratische Legitimation als ein Bundesminister. Aber leider ist das Vorurteil nicht ausrottbar. Vielleicht heute Abend. Meine Herren, das war fast schon ein Schlusswort für die europäischen Institutionen, aber ich will Sie nicht entlassen. Wir gehen auf 10 zu, ohne vielleicht noch mal einen Blick nach vorn zu werfen. Wir haben die 40. Martinsgans dieses Jahr, in 10 Jahren haben wir die 50. Wo stehen wir in 10 Jahren? Mit Ihnen fange ich jetzt nicht an, weil Sie haben uns die Vision schon gegeben. Herr Stelzner, wo steht die EU in 10 Jahren, was Ihre Institutionen angeht, was Ihre Größe angeht, was Ihre Akzeptanz angeht?
Sie wird größer geworden sein. Ich teile, wie schon gesagt, die Einschätzung, was den Westbalkan anbelangt, von Herrn Oettinger. Sie wird immer noch mit der Euro-Krise kämpfen. Die wird noch nicht gelöst sein. Ich weiß nicht, wann dann die italienischen Wahlen anstehen, aber sie sind jetzt im nächsten Jahr im Frühjahr. Spätestens dann werden wir die Euro-Krise auch wieder auf der Tagesordnung haben. Sie ist nämlich noch nicht gelöst. Und auch dann wird noch die EZB dafür Sorge tragen, dass die schlimmsten Schmerzen tragfähig sind, nämlich die Staatsschulden. Wird die EU, und das ist für mich die noch wichtigere Frage, wird die EU tatsächlich im globalen Wettbewerb mit Asien ihre Position behalten? Ich fürchte nein, weil wir den Wettbewerb nach hinten sortiert haben. Wir haben vormals den Wettbewerb, den Binnenmarkt in der Präambel der europäischen Verträge gehabt. Sie ist lange nach hinten geräumt worden. Heute betonen wir die Sozialunion. Mit dem Sozialgipfel in Göteborg geht das in diese Richtung weiter. Wenn ich mit meinen französischen Freunden spreche, ist der Wettbewerbsgedanke sehr gering ausgeprägt. Dann höre ich immer, meine Frau ist auch Französin, deswegen haben wir am Tisch schon ein bisschen gesprochen, ach, du und deine Globalisierung, du und deine Chinesen und so weiter. Da habe ich mal einen Chinesen, nämlich meinen Neffen, mitgebracht. Und das ist ein kleines Häuschen am Meer in der Bretagne. Und habe dann zu den reizenden Nachbarn, drei kleine Kinder haben die auch, furchtbar nette Leute, typische französische Funktionäre, zwei Lehrer, den Pierre mitgebracht, der in der französischen Schule in Shanghai war. Und es war ein toller Abend. Und am Ende des Abends sagten sie, du, Pierre, möchtest du nicht auch mal in Frankreich leben, hier vielleicht studieren und arbeiten? Und er sagte denen, was? Hier leben? In Frankreich? Ich gehe nach Kanada studieren. Hier mache ich Urlaub, das ist ja ganz nett, aber ansonsten, das ist ja ein Museum, hier verändert sich ja nichts. Das ist die Wahrnehmung eines in Shanghai zur Schule gegangenen chinesische Mutter, französischer Vater, der jetzt in Toronto mit seiner Schwester studiert und dort in Amerika arbeitet. Niemals wollen die nach Frankreich zurückkehren. Wir haben von diesen Blue Cards als Konkurrenz zu den amerikanischen Green Cards seit 2009, glaube ich, 15.000 Stück unter das Volk, also unter die Leute außerhalb der EU gebracht. Das ist ein Armutszeugnis, was die Talente anbelangt, die wir hier zu uns holen wollen. Also insofern habe ich Sorge, dass wir zum 50. Martinsgansessen zwar die EU haben, in größerer Form, mit vielen alten Problemen, aber leider im Wohlstand etwas zu Asien zurückgefallen sein werden. Meier Landroth, Ihre Perspektive wird mit Sicherheit nicht so kritisch sein, Sie als Diplomat. Naja, ich würde jetzt mir erlauben, vielleicht mal das Gegenbild zu malen von Herrn Stelzner. Sie laden zum 50. Martinsgansessen den dann nach seiner zweiten Amtszeit abgetretenen Präsidenten Macron ein und werden jemanden beklatschen, der die Strukturreformen in Frankreich, die über 30 Jahre nicht vollzogen worden sind, tatsächlich in seiner ersten Amtszeit gemacht hat, der aus Frankreich wieder ein leistungsfähiges, auch innovatives Land gemacht hat, was erhebliche Potenziale hat, die vielleicht nicht jeder Pierre erkennt, die man aber in Frankreich durchaus finden kann und die dann gemeinsam dazu geführt haben, dass es tatsächlich Deutschland und Frankreich gelungen ist, auch die Währungsunion zu stabilisieren und Europa wieder Perspektive zu geben. Und selbst ein großer Teil Italiens würde davon profitieren. Ein guter Diplomat gibt uns Hoffnung, Herr Meier Landroth. Ein ökonomischer Professor tut das nicht zwingend, oder? Für einen Kölner schon, selbst mit Blick auf den ersten FC. Aber worum es hier jetzt geht, ich glaube, das überragende Argument für die europäische Integration, nämlich eine Koordination in diesem Kontinent zu erreichen, die nicht durch Gewalt stattfindet, denn das war die Lektion der Jahrhunderte vor. Für diese Ratio gibt es, glaube ich, unverändert auch in 10 Jahren überragende Argumente. Und wenn wir es schaffen, darauf dem Weg dorthin deutlich zu machen, dass dieses Europa
attraktiverweise öffentliche Güter bereitstellen kann, wie es jetzt beginnt in der Kooperation der Verteidigung. Herr Oettinger hat darüber gesprochen, es beginnt ja bei der Beschaffung, dass wir dort wirklich den Menschen klar machen können, das, was elementare Leistung des Staates ist, nämlich Sicherheit. Sicherheit nach außen, Sicherheit an den Grenzen, als ein Kernthema auch zu sehen. Ich glaube, dann wird dies zu anderen, im Digitalraum ist zentral, auch das werden wir nicht alleine können, das kann Luxemburg nicht alleine, das können selbst wir nicht alleine, um in dieser weltwirtschaftlichen Struktur mitzuspielen, dann bin ich da eigentlich sehr zuversichtlich. Und das Zweite ist, es bleibt ja der Kontinent, der am weitesten, mit unterschiedlichen Wahrnehmungen offensichtlich, aber doch am weitesten in seinen Strukturen demokratisch legitimiert ist. Das heißt, wer Demokratie attraktiv findet, der wird sich für diesen Kontinent oder generell den transatlantischen Westen entscheiden. Und der Blick auf Ostasien, finde ich, ist für mich unverändert getrübt durch die Tatsache, dass wir es dort mit einer politischen Struktur zu tun haben, die zu dem marktwirtschaftlichen Anspruch, den sie haben, nicht passt. Es ist unverändert eine Diktatur, es ist unverändert ein Bereich ohne Menschenrechte, es ist unverändert eine Gesellschaft ohne Zivilgesellschaft. Wenn man da leben will, muss man sich dafür entscheiden. Der dritte und letzte Punkt, warum ich optimistisch bin, ich kann auch mit zum Beispiel, das passt wunderbar, mit einem Chinesen, der in Festland auch geboren ist, dann aber als Fünfjähriger mit seiner Familie nach Montreal, also der kennt Kanada schon, dort mit dem besten Abitur abgeschlossen hat, von Kanada dann zum Studium nach Stanford. Und in diesem Jahr als Undergraduate Student in Economics ein Praktikum am Institut der Deutschen Wirtschaft gemacht hat. Das war sein erster Europabesuch. Das Ergebnis ist, dass er jetzt sich vorstellen kann, demnächst seine erste Phase des beruflichen Lebens nach der Universität in Europa zu machen. Insofern ist die Antwort ganz klar. Sie müssen Ihren Neffen nur mal ein Praktikum am Institut der Deutschen Wirtschaft machen lassen. Also noch ist Europa nicht verloren, Herr Oettinger. Ihre Vision haben wir gehört. In 10 Jahren, wo stehen wir? Die Sorge von Herrn Stelzer teile ich. Stichwort Wettbewerbsfähigkeit, Innovation oder auch Bereitschaft zur Zumutung, zu Lärm, zu Infrastruktur. Da sind wir Deutschen derzeit einfach etwas besorgnis unterwegs. Uns geht es zu gut. Aber ich glaube an die Dynamik der neuen Mitgliedstaaten. Frankreich, Deutschland, Italien werden sich noch wundern, wie Polen, Tschechien, Slowakei, die baltischen Länder dynamisch wachsen und uns mitreißen werden. Wenn Sie einmal sehen, die Qualifikation der Facharbeiter in Bratislava, die Werke von Skoda, Skoda baut die besseren Autos als VW. In Wolfsburg haben Sie Lohnkosten, die sind nicht wettbewerbsfähig im eigenen Konzern gegen Skoda und gegen Seat. Also ich glaube an die dynamische Kraft, den Willen zum Wohlstand bei den neuen Mitgliedstaaten, der in den nächsten 10 Jahren Europa viel stärker prägen wird und damit auch irgendwo die rein westeuropäisch geprägte Debatte ergänzen oder gar ersetzen kann. Ansonsten glaube ich, wir haben in 10 Jahren eine europäische Armee. Das wäre mein Wunschtraum. Mein Opa hat in der württembergischen Armee gedient. Ich hoffe noch zu erleben, dass es eine europäische Armee gibt. Meine Herren, vielen Dank für die engagierte Debatte. Ich glaube, wir haben die Frage, die wir hier gestellt haben, mehr Europa wagen, schlicht mit einem Maggie Thatcher-Zitat beantwortet: There is no alternative.